meine lieben Leute, und willkommen zu einer weiteren Episode der AC meiner Karriere. Heute aus der Transferzentrale, weil wir ein Transferangebot haben von Laie zu Kaufoption von unseren Spielern hier Federico Greco. Aber dieses Angebot delegiere ich für eine Kurzleihe. Mal sehen, ob es wirklich was bringt, tut. Und ja, heute ist das Auswärtsspiel AC Mailand gegen Crotone. Und wir legen los. Da die Aufstellung von uns. Colombo und Rafael Leão vorne im Sturm. Eiserik und Riedle Baku die Flügelposition, also auch Mittelfeldbereich. Jude Bellingham und Cassie zentral im Mittelfeld. Thiago Hernandez und Dagba mehr die Verteidiger. Und die Innenverteidigung Aray, Mbi und Romagnoli und Bajek im Tor. Donnarumma muss sich erstmal nach der Niederlage im Heimspiel, wer das Video nicht gesehen hat, gerne nachholen. Muss er erstmal diese Niederlage erstmal verkraften. Ja. Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Stadion von Crotone, wo wir zu Gast sind, um zum 36. Spieltag in der Serie A diese Partie beginnt gleich. Ja, wir stehen weiter auf Tabellenplatz 3, Crotone auf Platz Nummer 20 mit 17 Punkten, die auch mal gewinnen möchten, aber wir haben was dagegen. So, Schiedsrichter hat angepfiffen, das Spiel läuft. Crotone in rot-schwarzen Trikot auf der, rot-blau Trikot auf der rechten Seite, linke Seite. Wow, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Und wir in dem weißen Trikot auf der rechten Seite. Aber Crotone liegt schon hier richtig gut los. Setzt unsere Abwehr wieder ziemlich unter Druck. Aber wir halten gegen. Rafael Leão. Jawohl. 1:0 durch Rafael Leão in der 6. Minute. Jawohl, endlich ist der Knoten geplatzt und wir sind wieder da. Leute, wir sind wieder zurück. Schön gelupft. Da wäre der Keeper beinahe rangekommen, aber trotzdem präzise von Rafael Leão. In der 6. Minute sein 7. Serie A-Tor am Konto. 1:0 für AC Mailand hier im Spiel Crotone gegen AC Mailand. Gutes Abwehrverhalten von uns, aber das gibt eine Ecke für Crotone. Kommt sehr spitz rein, wird aber rausgeklärt. Der Crotone versucht eine Flanke zu machen. Aber wir können den Ball erstmal klären. Es gibt einen Einwurf. Crotone.
Aber das war abseits, ganz klar in der Abseitsfalle ist Crotone Spieler hier in der Abseitsfalle reingegangen. Als er wieder ins Spiel reingelaufen ist. Magnoli. Gut, auf Stagbar. Le Baku. Der noch im Flügel. Ah, der Ball kommt zu weit nach unten, aber die Flanke kommt wieder rein. Wir machen gerade richtig guten Druck, aber trotzdem sollen wir auf unsere Defensive nicht vernachlässigen. Immer weiter können wir hier erstmal decken. Können den Ball auch wieder erobern. Rafael Leao. Colombo nach vorne. Jetzt Theo Hernandez. Jawohl! 2-0 für AC Mailand. Das ist doch mal, was die Fans sehen wollen. Und es ist Colombo. Lorenzo Colombo. Mit der 2:0 Führungsausbautreffer. Jawohl, es geht doch. Jetzt haben wir doch endlich wieder einen Glücksmoment für uns. Ja. 23. Minute, sein drittes Serie A-Tor auf dem Tor. Auf dem Konto meinte ich eigentlich. So, Anstoß für Crotone. Wir sind jetzt einen 2-Tor-Rückstand vielleicht aufholen. Weiter Ball nach vorne. Oh, schön gut geklärt von uns. Hier nochmal 7. Einsatz, 3 Tore gemacht. Lorenzo Colombo. So, wo kommt der Ball jetzt? Da kommt der Ball. Raus. Einfach raus. Eiserig. Jupp, bremst erstmal ab. Spielt den Ball auf Cassie. Ah, da kommt er nicht ganz durch. Aber hier haben wir den Ball wieder zurück. Rafael Leao. Strammer Schuss aus gut und gern 17 Meter. Kann man so sagen? Ja? Kann man so sagen, 17 Meter können es gewesen sein. Le Baku jetzt mit der Ecke. Kommt der Ball nach innen, aber nicht so. Wow, da hat der Spieler wohl kurz nicht reagiert. Crotone muss im nächsten Heimspiel gegen Roma FC ran. Wird auch sehr schwer für sie. Die Nummer 12 mit einem weiten Abschlag, der Keeper. Oh, wieder ein guter Kopfball. Ja. Aber das Tor zählt nicht, das Tor zählt nicht. Abseits, ganz klares Abseits. Ja,
Ganz klar irgendwas gewesen. Aber abseits weiß ich nicht so genau. Es kann auch sein, dass einer gezogen worden ist. Colombo. Rafael Laus Schuss war nicht schlecht. Manjoli, komm, Junge, das schaffst du noch. Oh, Bajic macht hier seine Sache richtig gut gerade und kann richtig mal erstmal den Ball hier zur Ecke lenken. Glückwunsch für ihn. Oh, ein Kopfball, der ins Leere geht. Von der Nummer 34. Aua, er trifft unseren Gegenspieler direkt aufs Mundwerk. Aua, das tut ein bisschen weh, nach meiner Meinung. Wieder ein kräftiger Kopfball von Crotone. Flanke kam sehr hoch. Aber ich glaube, unser Keeper ist dann noch mit den Fingerspitzen theoretisch noch rangekommen. Nein, doch nicht. Erstmal RMB auf Dagba. Riedle Baku. Colombo. Weiter bei nach. Oh, Columbus. Passversuch ist doch ein. Ja, noch nicht so gut. Und gut und gern stark genug. Es kommt vielleicht eine Flanke, aber dabei wird abgelenkt. Ja. Rafael Leão, ein quirligen Angriff. Ja. So, es geht nochmal. Ecke, die zweite Minute der Nachspielzeit läuft. Kopfball wird rausgekehrt aus dem 16er. Und da fällt der Schiedsrichter nach ein paar Sekunden ab zur Pause. Ja. Spielanalyse. Ja, zwei Tore. 4-4 Schüsse beider Teams. Schüsse auf Tor 2. 29% Ballbesitz. Zweikämpfe haben wir mehr gewonnen. Eng hat Crotone ein bisschen mehr. Abseits waren schon. Aber Schussgenauigkeit haben wir mehr. Und damit, ja, wir können einen klitzekleinen Wechsel machen. Und zwar Kaba kommt für Romagnoli rein. Und gehen jetzt auf Defensive um. Muss kurz nur noch umstellen. So. Erstmal Ball ganz ruhig und gespannt erstmal in den Reihen halten. Jetzt kommt der Ball nach oben. Geht auf den Flügel, Theo Hernandez. Flanke nach innen. Aber Chance an den Ball richtig ranzukommen war nicht so präzise oder auch geschmeidig.
Ja, und da ist doch der Treffer gefallen. Durch die Nummer 10 von Crotone. Obwohl wir auf Defensive jetzt sind. Obwohl wir hier gut verteidigen. Hier gut verteidigen. Ist doch eine Lücke aufgekommen. Und schon Rappels in Karton. Ahmad Benali. Oder Benali. Gut, der Ball zu Cassie. Baku kommt noch ran. Und da soll Colombo eigentlich schießen, aber er schafft es doch nicht. Und da ist jetzt Ausgleich. Ich werde verrückt. Wir haben die Führung hergegeben. Es ist einfach nicht zu glauben. Obwohl der Keeper rechtzeitig rauskommt, was macht der da für eine komische Grätsche, ey. Alter, das ist doch nicht wahr. Diego Farias. Ja. E c'è il gol della squadra di casa con il numero 9 Diego Farias. Es sind noch nicht mal viele Minuten gespielt und schon hat Crotone schon den Ausgleich gemacht. Aber hier haben wir gerade mal eine gute Chance, aber Colombos Schuss war stark, aber der Keeper war stärker. Ja, wir sind in der 60. Minute und können auch mal wechseln. Ja, wir haben keinen weiteren Innenverteidiger mehr. Paulsen kommt für Theo Hernandez rein. Eiserik komplett ausgepowert. Koulibaly kommt rein. Wenn wir vielleicht dieses Unentschieden halten können, haben wir wenigstens einen Punkt verdient. Nicht so ein guter Pass nach vorne. Crotone wieder in Angriffmodus. Schalten aber sehr schnell um. Von Verteidigung auf offensiver Angriff. Gute Abwehr. Das war wohl Abseitsbereich. Doch fast eine Chance zum Torerfolg und wieder vergeigen wir diese Chance. Koulibaly, jetzt komm, Junge! Oh, meine
nochmal. Und jetzt ist wieder umgeschaltet in Angriffmodus. Gut abgewehrt, aber der Ball ist noch heiß. Schussversuch. Julik oder Julik. Weiter Abschlag des Keepers auf Jude Bellingham. Und wieder abgefangen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Und wieder ist die Nummer 9 da. Im Angriffsmodus. Aber der Keeper kommt hier noch ran. Noch mindestens 10 Minuten durchhalten. Alter, ist das gerade spannend hier in dieser Partie. Der Torschütze ist runter. Oh, jetzt können wir ein bisschen verschnaufen. Aber auch diese Ecke war gefährlich. Ist wieder unstetten ist irgendwie hier. Und jetzt Koulibaly, komm schon, Junge, Junge, komm. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Und wieder wird der Ball hier abgefangen durch einen Angriff von Koulibaly. Stefan Bajic, 19 Jahre, gute Paraden, aber 2 Gegentore kassiert. Koulibaly mit der Ecke, aber die wird rausgeschlagen. Gibt nochmal Ecke. Koulibaly jetzt richtig schimmelt. Kraft! Aber wieder ist diese Ecke wieder nichts geworden. Ja, Colombo, er kommt einfach nicht mehr vorwärts, weil der andere auch schon sehr ausgepowert ist. Ja, da rollt der Ball ins Aus. 90 Minuten sind um. 3 Minuten laufen noch. Der Nachspielzeit meine ich. Ja, die 3 Minuten sind um. Und es gibt nur ein Unentschieden. Die Punkte werden geteilt. Ja. Wenigstens ein Punkt gewonnen als verloren. Wenigstens die Niederlagen. Dafür gebe ich ein Interview zu diesem Spiel. Mal sehen, was uns die Reporters fragen wollen. In den letzten beiden Spielen gegen Crotone ist ihnen kein entscheidendes Tor gelungen. Haben Sie offensiv Probleme? Ja, wir haben offensiv Probleme. Uns fehlt einfach der Rhythmus. Ja, haben wir. Für einen Sieg haben wir zu wenig Tore gemacht und genau daran müssen wir arbeiten.
schwieriges Spiel heute. Waren Sie überrascht, wie gut Crotone heute war? Ja, es kann sein, mehr so ein ausgeglichenes Spiel. Aber dass sie von Verteidigung schnell auf Angriff gespielt haben, ja. Daraus müssen wir lernen. Das war heute nicht unsere Bestleistung, aber daraus werden wir jetzt lernen. Nächstes Mal werden wir ganz anders auftreten. Hatten Sie nach dem Crotone-Ausgleich nach der Pause die Hoffnung, erneut in Führung zu gehen? Ja, wir hatten Chancen am Mast, aber trotzdem ein verdientes Remis ist immer gut. Manchmal muss man realistisch bleiben. Das war heute ein verdientes Unentschieden. Sieht Crotone sicher genauso. Ja, vielen Dank und bitte keine weiteren Fragen. Puh. Ja, unentschieden. Diese Trainingssession werde ich offscreen oder in ein Spezialvideo mit reinpacken. Naja, das Team werde ich wieder etwas umstrukturieren. Aber ihr werdet sehen, wen ich dann eingestellt habe in die Startelf. Und ja. Ja, wir bleiben weiterhin auf Platz 3. Das ist gut. Aber 10 Punkte Rückstand haben wir noch hinter Lazio Rom, die auf Platz 4 hochgerückt sind, und Atalanta Bergamo auf Platz 5. Und das ist hier in Neapel weiterhin auf Platz 6. Naja, lasst gerne ein Like da, ein Abo wäre auch gerne. Und teilt das Video an andere. Gerne auf Instagram, TikTok, Spotify und auf meinem Zweitkanal auf YouTube. Gerne vorbeischauen. Blue Ghost by Guy ist da. Gerne vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel dann wieder. Ich, euer Blue Ghost Guy, sage jetzt ciao.